der Core Kiteboarding Palette haben wir nun auch im Test das Choice 5. In der fünften Saison, wie ihr in der Beschreibung seht, ist das Board weitestgehend unverändert. Wir haben eine etwas andere Tippform und wir haben diese neuen ABS Laminat Mix Kanten, die einen besseren Verbund zwischen Ober- und Unterdeck möglich machen. Bei Boards, bei denen die wesentlichen Punkte wie Rockerline, Outline unverändert bleiben und auch die Gesamtabstimmung vom Laminat hier eigentlich auch dem Vorgänger entspricht, ist es für uns wichtig, natürlich herauszufinden, wie positioniert sich das Board weiterhin im Markt und wie sind die Fahrleistungen. Dabei bleibt es mit seinen 4,9 cm bei guten Angleitleistungen. Die weiterhin im Vergleich auch sehr hochwertige Konstruktion des Choice 5 sorgt für ein spritziges und äußerst lebendiges Beschleunigungsverhalten. Das Ganze mündet hier auch an einer guten bis sehr guten Geschwindigkeit. Und auch bei den Amwind-Eigenschaften kann hier das stark strukturierte Unterwasserschiff mit den eher boxigen Rails, also nur eine ganz leichte Verrundung im mittleren Teil in Art einer Tuck Under the Edge, sorgt für ein völlig unproblematisch gutes Amwind-Verhalten. Und wählen wir den hausinternen Vergleich mit dem wirklich zum absolut gleichen Zeitraum getesteten Fusion, so fällt hier die Amwind-Leistung einen kleinen Tick schwächer aus. Um das Board unter sich zu drehen, also flach auf der Wasseroberfläche, also zu switchen, bedarf es eines mittleren Kraftaufwandes. Hier ist die Abstimmung zwischen den 4,2 cm langen Fin und der 4,9 cm langen Rockerlinie exzellent gelungen. Das Ganze geht ganz harmonisch im Übergang. Dementsprechend hat man hier immer ein durchweg sicheres Gefühl. Die Drehfreude ist sehr gut, man hat einen sehr schönen Zug auf der Kante. Enge, weite Radien sind hier völlig unproblematisch frei wählbar. Man hat so gut wie gar keinerlei Geschwindigkeitsverlust, außer wenn man es mal ganz eng angeht, dann kommt es ein bisschen aus dem Speed heraus. Aber insgesamt verleitet das Choice 5 auch dazu, gerade auch in diesem Bereich ein wenig rumzuspielen. Ein besonderer Punkt, für den das Choice im Insgesamten steht, ist die Kontrolle und das in unterschiedlichsten Bedingungen. Wir haben hier ein Board, was jederzeit immer den maximalen Griff produziert, die optimale Beweglichkeit zur Verfügung stellt und auch keinerlei große Unruhe vermittelt. Klar, auch wieder der Vergleich zum Fusion. Diese super butterweiche Laufruhe hat es nicht, aber ist auch in diesen kabbeligen Bedingungen, die wir hier im Test haben, wirklich 1A von der Laufruhe. Gerade auch im Vergleich zu den Mitbewerbern gibt es überhaupt nichts zu meckern. Und nicht zu vergessen, die insgesamt gute Dämpfung bei den Boards. Hier rührt auch von der Union-Bindung, die wir im Test hatten, die insgesamt wirklich sehr schön komfortabel und gut vom Sitz wirkt. Bei eingehakten Sprüngen geht es mit dem Core Choice 5 weiterhin sportlich zu. Es ist sehr variabel, was den Ankernvorgang angeht. Ob man seinen Ankernvorgang etwas länger gestaltet oder kurz und progressiv kantet, in jedem Fall produziert das Board hier wirklich eine exzellente Leinspannung und sorgt damit natürlich für einen super Absprung, sprich halt die Höhe wird besser, alles wird besser. Schön ist, man braucht hierzu nicht wirklich viel Kraft. Bei der 1,39er Länge ist das Ganze hier definitiv auch schon für Personen mit 70, 75 Kilo ohne weiteres machbar. Und um den Einsatzbereich insgesamt hier auch natürlich nicht zu vergessen, würden wir die 1,39er Länge beenden bei 90, 95 Kilo. Darüber ist es dann noch effizienter und noch effektiver, eine der noch größeren Längen vom Core Choice 5 zu wählen. Insgesamt sind die Sprungleistungen hier, wie der Rest auch von dem harmonischen abgestimmten Board, einfach kontrolliert. Kabbeliges Wasser mag keiner wirklich gerne. Wir machen das natürlich auch in den Tests so, dass wir nicht immer unbedingt die allerbesten Bedingungen nehmen, um auch herauszufinden, wie gut
kommt dein Board mit solchen Bedingungen dementsprechend klar. Und das Quad Choice fährt auch bei kappligen Bedingungen, klar bei spiegelglatt sowieso, bei kappligen Bedingungen ist es ganz kontrolliert vom Absprung und es hat auch sehr schöne, gleichmäßig kontrollierte Landungen. Die sind nicht ganz so weich, ich wiederhole mich, wie beim Fusion, aber durchaus als knieschonend zu betrachten. Die insgesamt doch straffe Abstimmung des Choice 5 wirkt sich weiterhin positiv auf die ausgehakten Sprungeigenschaften aus. Wir haben einen wirklich sehr schönen Pop, der lässt sich auch über einen mittleren progressiven Ankantvorgang optimal nutzen. Sprich, auf diese Art und Weise gibt es die meiste Leinspannung. Und auch bei härteren Landungen überzeugt hier das Unterwasserschiff mit einer wirklich ausgezeichneten Aufsplittung der Wasseroberfläche, sodass hier eine erstaunlich gute Dämpfung entsteht, obwohl das Ganze hier keine Wake-Style-Bodenkurve ist mit 5,5 oder 6 cm Rocker. Für denjenigen, für den diese Unhooked-Freestyle-Geschichten am wichtigsten sind, gilt auch, bei 90-95 Kilo sollte hier bei der Länge 139 Schluss sein. Wer mehr wiegt, sollte eine Nummer mindestens länger wählen. Dieses ausgereifte Freestyle Freeride Board steht im Wesentlichen auch in diesem Bereich für Kontrolle und bietet somit eine wirklich schöne und optimale Kombination zwischen beiden Welten, zwischen Hooked und Unhooked. Das, was auch gerade momentan insgesamt modern ist. Unser Fazit aus diesem Test ist, das Core ist an dieser Stelle wirklich gut gemacht, hat gar nicht zu viel zum Vorgängermodell, was schon ausgezeichnet war, zu verändern. Es ist hier ein neues Dekor logischerweise dazugekommen und ganz kleine Änderungen in der Konstruktion. Ich sage jetzt mal, die Tippänderungen von der Form sind marginal. Das ist alles ein bisschen so, dass es besser dann zum Schluss in die Gesamtansicht eines Labels passt, aber nicht essentiell wichtig für die eigentlichen Fahrleistungen. Die Kombination aus Freestyle und Freeride wird hier auf eine sportliche Art und Weise präsentiert mit einem sehr hohen Maß an Kontrolle. Das Board ist einfach zu fahren, hat keine Nicklichkeiten, auch geringere Fahrkönnensstufen können sich hiermit ohne weiteres anfreunden, ohne dass man jetzt ein Maß der Überforderung in irgendeiner Weise sehen könnte. Wenn man jetzt das Ganze noch komfortabler haben möchte, sollte man sich für das hauseigene Fusion noch einen kleinen Tick mehr interessieren. Oder für denjenigen, der es noch ein wenig aggressiver und rein Wake-Style orientiert, also Unhooked sieht, für den gibt es natürlich auch noch das Bolt. Folgt der Fahrer oder die Fahrerin aber grundsätzlich einen sportlichen Ansatz und möchte sich gar nicht unbedingt festlegen, sondern die gesamte Facette des Kitesports für sich nutzen, so ist das Quad Choice 5 definitiv eine ganz hervorragende Wahl mit einer auch dazu noch sehr, sehr schönen Verarbeitung.